So, hier ist ein kleiner Auflauf jetzt. Der WDR, der porträtiert Klicksum ein wenig. Und dann nutzt er gleich die Gelegenheit, ein Nachrichtenfilm wohl darüber zu machen, weil Tom Gerhardt ist Ehrenbürger von Kalk geworden. Was auch sonst. Das ist ja auch hier eine typisch Kölner Position. Das ist quasi der Karnevalsbalkon. Da sitzt man hier mal oben und winkt. Ne? Das kennt ihr auch schon. Er wartet jetzt quasi, dass ich hier Kamelle runterschmeiße oder Strüssia. Tom Gerhardt, Hammer, 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 Hammer. Ah, sensationell. Ah, bleib ich drin? Nein, ich komm bitte raus. Tom Gerhardt, herzlich willkommen. Herr Kracht. Genau, der bin ich. Das ist doch wunderbar. Ja, ich bin imprägniert. Ich bin indigniert, wenn ich höre, dass sie imprägniert sind. Ja, so ist das. Okay, das sind aber, nein, in deiner Rolle sind das die einzigen Fremdwörter, die du kannst. Ja, der Hausmeister Krause hat ja noch ein paar mehr Fremdwörter. Ja. Echt? Ich meine, was heißt Fremdwörter? Richtige Fremdwörter kann er nicht. Tommy hat nur noch ganz wenige, ne? Ja, pass auf, hier, da, sind wir. Ist das Glück. Hier ist das Glück. Hey, das sieht ja gut aus. Okay, wie ist die Lage? Die Lage ist, würde ich sagen, im Augenblick sehr stürmisch. Ja. Wir sind kurze Zeit vor der Fanpremiere und wir wollen keine Schickimicki-Premiere, wir wollen, dass das Volk unseren Kinofilm Die Superbullen, dass uns das Volk heimsucht. Und sie werden kommen als FC-Fans, sie werden kommen als Polizisten verkleidet, echte Polizisten sehr viele, als Kriminelle verkleidet. Ne? Mit denen habe ich als Hausmeister viel Erfahrung gemacht mit diesen verdammten kriminellen Elementen. Jetzt hole ich sie selbst in die Kino rein. Nein, mein Sohn da, der verdammte Superbulle da. Ne? Ja, das ist ja immer, dauert ja immer eine ganze schreckliche Weile vor der ersten Zeile im Drehbuch, bis dann der Film entsetzlich, ins Kino kommt. Entsetzlich, Schreiben ist das Schrecklichste überhaupt. Jeder sagt, du schreibst Drehbücher selbst, oh wie kreativ. Aber es ist entsetzlich. Schreiben heißt, du musst dich an einen Platz setzen. Am schlimmsten Fall ist draußen schönes Wetter und dein Rücken tut irgendwann weh vor lauter Sitzen. Und du hast vor dir so einen Stapel weißes Papier und da sollen tolle Ideen drauf. Es ist letztendlich nichts anderes, als wenn du ein Buch schreiben sollst und vor allen Dingen ein Buch, was sich auch noch gut verkauft, also was die Leute wirklich gerne lesen. Schreib's mal einfach so runter. Es dauert Monate und du wirfst wieder weg, was du mühsamst hier erschwitzt hast an irgendeinem Tag. Es landet im Papierkorb, du machst alles wieder neu und überprüfst das Ganze wieder. Man fragt sich bei dieser ganzen Arbeit, die sowas macht, warum macht man nicht einfach nur Schauspielerei? Weil Schauspielerei, da kommst du zum Set, du hast dir eine Rolle reingezogen, wenn du einigermaßen Gefallen dran hast, dann bist du als Gesichtsverleiher da ganz klein im Vorsprung. Du kriegst ganz gutes Geld und gehst wieder nach Hause. Zwischendurch hast du auch mal Zeit wegen den Umbaupausen. Ja, und warum nicht? Ja, das ist eigentlich, es hat den großen Reiz, wenn man das Drehbuch, wenn man das sich reinkniet, dieses fürchterliche Geschäft, dass du dir natürlich die Rollen auf den Leib schreiben kannst. Ja. Genau so, wie du sie haben willst. Die Versuchung ist irre. Und darum bin ich auch immer wieder anheimgefallen. Ich habe es immer wieder selbst gemacht. Ich habe es immer wieder bereut, wenn ich mitten dabei war. Und natürlich, wenn ich es wieder angefangen habe zu spielen, was ich selbst geschrieben habe, dann habe ich mich wieder gefreut, weil ich sage, diesen Wahnsinn, diesen ausgemachten Schwachsinn, aber mit Niveau, ja. Schwachsinn mit Niveau, nicht irgendein Schwachsinn, aber Schwachsinn mit Niveau, den kann ja nicht jeder erzeugen. Der hat seine festen Regeln und die muss man pflegen. Ist das eine Wissenschaft? Comedy manchmal, ja? Oh ja, es ist, jeder macht es anders. Ich denke mal, zum Beispiel eine Sendung wie Hausmeister Krause, die ja 10 Jahre lang lief. Warum ist sie so lange gelaufen? Warum ist sie zur erfolgreichsten Sitcom geworden? Weil sie eine ganz bestimmte Gesetzmäßigkeit hatte. Wir haben ganz genau auf die Charaktere geachtet, was sie tun können, was sie nicht tun dürfen. Du musst sie wie lebende plastische Menschen nachher praktisch bei dir im Wohnzimmer sitzen haben. Und du musst sie lieben wie irgendwelche Leute, die du ganz genau kennst. Sie gehören nachher zu deinem Leben dazu. Aber dafür musst du dir sehr sorgfältig ausdenken, wie du das alles zusammenstellst. Auch wenn es natürlich nachher rotzig rüberkommt, flegelhaft, manchmal auch unflätig. Ja, ich habe die Szene gesehen, da wird ein armer Passant angekotzt. Ja, das ist ja Tradition bei uns. Also, okay. Irgendwann wird immer mal gereiert, ne? Ja. Nur um zu zeigen, Leute, wir können es noch. Gehört das zu deiner Persönlichkeit, das Prollige, oder woher kommt das? Wie bist du darauf gekommen, wie ist das entstanden? Ist das irgendwann mal in dir hervorgebrochen? Ausgebrochen. Es ist bewirkt worden durch das genaue Gegenteil. Ich komme aus einer sehr lieben, freundlichen,
sehr bürgerlichen Familie. Mein Vater war Pianist und Organist. Meine Mutter aus einer Apothekerfamilie. Und viele meiner Verwandten sind immer noch Apotheker. Ja, und meine Geschwister sind Musiker, wie mein also Vater. Also alles gesittet. Alles sehr gesittet. Und es war so, wie soll ich sagen, so dermaßen harmonisch und es war alles so gefügt, dass es mal danach schrie, dass jemand ausbrach und was Entsetzliches tat. Und was haben die gesagt dazu? Sie haben es mit Humor genommen. Ja. Mein Vater ist ein heiterer Rheinländer, ja, und ich sag mal, er selbst hätte das vielleicht nicht so wild, nicht so ungestüm und nicht so manchmal auch brutal gemacht wie ich. Aber er hat gelacht, ne, und sagt, ja, lass ihn so ungefähr. Ne. Hast du am Anfang nicht meine Oma, da bin ich froh, dass sie nicht im Programm war. Ne? Also, Ja, hast du da nicht manchmal so gedacht, als du angefangen hast, kann ich das so machen? Genau das. Ich habe gedacht, also erstmal, wie meine Eltern im Programm waren, habe ich gedacht, um Gottes Willen. Ne? Weil mein Bühnenregisseur Joachim Lang, der auch heute noch vieles so in Szene setzt, neigt dazu, die Sachen sehr radikal auf den Punkt zu bringen und hat mich immer dazu verführt, immer noch schlimmer zu werden. Ja, das verfolgt mich immer weiter. Das hat später dann auch Bernd Eichinger sehr gern getan oder Hermann Weigel, auch Produzent. Und ich habe damit nichts zu tun. Ich bin ein ganz guter, bürgerlicher Mensch. Ja. Ich werde immer nur, andere sind schuld, alle, andere sind schuld. Und ich schäme mich ja auch dafür, ne? Aber es bricht einfach wieder aus. Es ist auch bei den Superbullen einfach wieder fürchterlich ausgebrochen. Ich habe vorher gedacht, nein, du wirst nie mehr solche Filme machen. Aber das Volk hat es gefordert. Das Volk hat es gewollt. Sie sind zu uns gekommen mit ihren Mails, mit ihren Briefen und haben gesagt, wir wollen genau eine Fortsetzung von diesen zwei Filmen, Voll Normal und Ballermann 6. Und nichts anderes. Genau das musst du uns geben. Und nach einem Jahrzehnt waren wir einfach, ne? Also konnten wir nicht mehr weichen. Okay. War das denn von vornherein bei dir schon so angelegt, dass das mal so werden würde? Du bist mir als schüchtern beschrieben worden. Ich schätze, im Zusammenhang mit meiner ganzen Familie, dass ich früher auch mal ein wirklich genauso reine Seele war wie der Rest meiner Familie, dass ich so empfindsam und sensibel war und auch hätte schöne Kunstfilme machen können, wenn nicht irgendwann in einem Kinderwagen ich vermutlich ausgetauscht worden wäre. In Köln-Kalk wahrscheinlich. Köln-Kalk, ja. Köln-Kalk, das ist auch da, wo der Film spielt. Köln-Kalk ist bei uns Legende. Legende. Also wir haben wirklich Köln-Kalk neu erfunden. Das beruht auf alten Legenden, die es wirklich gab. Das war der Industrievorort, so Bezirk, ne, der Stadt Köln. Dort, wo wirklich in Kalk, da ging es wirklich... wie soll ich sagen, das war ein Arbeiterviertel und da ging es geradlinig zu. Und die Leute sprachen eine klare Sprache und du solltest doch nicht unbedingt dich mit jedem Dritten, den du in Kalk siehst, anlegen. So war das. Und heute ist es natürlich ein bisschen freundlicher begrünt, aber diese Tradition, der Spirit, der ist noch da. Ja? Genauso wie man im Ruhrgebiet oft an Stellen, wo auch keine Zeche mehr steht, trotzdem diese Mentalität der Zechenkumpels noch hat, die Kumpeltypen. So ist das auch ein Kalk. Kalk lebt noch, ist noch ein irgendwo ein wildes Viertel, trotz alledem und alledem. Aber wirst du da akzeptiert als gutbürgerlicher Sohn? Hast du dir das so erarbeitet? Die Leute sehen ja die Filme, in denen Kalk hochgehalten wird. Und dadurch spricht man in ganz Deutschland von Kalk. Und ich habe sage und schreibe, ich kann mein Glück gar nicht fassen, jetzt, oder ich bekomme sie noch heute, die Ehrenbürgerschaft von dem Bezirk Kalk der Stadt Köln. Sowas gibt es. Das ist das erste Mal, dass sowas überhaupt verliehen wird. Hammer. Das erste Mal eine Bezirks-Ehrenbürgerschaft. Und ich bin der Glückliche, ich werde gleich eine Urkunde entgegennehmen. Ja? Und die wird mir persönlich vom Kalker Bürgermeister wird sie mir überreicht werden. Und ich kann mich vor Stolz nicht fassen. Sie wird natürlich sofort über meinem Computer in meinem Arbeitszimmer gehängt und sagen, es hat sich gelohnt. Wenn wir jetzt so miteinander sprechen, da bist du ja auch einerseits bist du der Gutbürgerliche, aber der Proll, der blickt auch immer durch. Ist das, hast du den lieb oder ist der ein Teil deiner Persönlichkeit geworden? Strahlt der auf dich aus? Wenn ich die Tommy-Mütze aufsetze, nach 10 Jahren Krause, wo ich immer diesen verspießerten, mega hölzernen und auch sehr alten Charakter gespielt habe, ist Tommy natürlich ein Jungbrunner. Das geht wieder los. Habt ihr Rampfdorf hier?
Wobei nochmal Hausmeister Krause ist aber deine Urrolle. Krause ist mein Alter, er ist beknackt. Ey. Wenn ich ihn schon sehe mit dem Dackel, der Dackel, der Dackel. Der blöde Vieh, ne? Ich werd bekloppt. Ne? Aber letztens, ne, habe ich dem so ein paar Knaller, also das da in sein Futterkörbchen gemacht, ne? Ey, kommt der Dackel wieder fressen. Ne? Ja, das ist Tommy, ne? Ja. Ich habe damit nichts zu tun. Und auch nicht mit dem, was er in den Superbullen-Film anstellt. Dort haben wir die beiden zu Polizisten, also ja, den Typ ja, als Polizist. Ne? Und dann natürlich nochmal Hilmi Söse, den Mario, den Spaghettifresser gibt. Ne? Ich kann auch sprechen, wie er ist, kein Problem. Ich kann nicht auch die Italiener, Deutsch, ich liebe sehr. Ne? Und jetzt sagt er, Kartoffelkopf, was ist da los? Du bist so dumm, Tommy, so dumm. Ich sag mal, ey, was willst du Spaghetti? Das ist doch nicht normal, ey. Ne? Also du kannst den Film kannst du quasi auswendig. Ja, klar, wenn man die Rollen geschrieben hat. Du weißt ja, wie jede ticken soll. Und ich könnte bestimmte Rollen nicht so einfach sprechen. Natürlich besonders die Frauenrollen, logischerweise. Färbt das auf dich ab? Fällst du da öfter mal rein? Ich sag mal, am Esstisch, dir fällt ein Gag ein und du bringst den so? Oder wie ist das? Ehrlich gesagt, ziemlich selten. Ich bin nur morgens, aber nicht etwa, weil ich es will, öfters mal Hausmeister krausemäßig schlecht drauf, weil ich am Morgenmuffel bin, ein Extremer. Und die Menschen, die mich länger kennen, meiden mich dann auch morgens, machen weiten Bogen um mich, weil ich bin dann wirklich unausstehlich. Und gar nicht für Kommunikation gemacht. Für mich ist es auch sehr anstrengend, wenn jemand mir morgens ein längeres Gespräch aufzwingen will. Dann weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Es sei denn, ich bin wirklich vorbereitet. Okay, du hast halt Fernsehen. Okay, du hast halt Radio. Okay, du willst dich zusammenreißen. Du willst so tun, als wenn es Nachmittag wäre. Das geht ansonsten nicht. Ansonsten ist es wirklich extrem schwierig. Boah. Aber du bist verheiratet, hast ein Kind. Ist richtig. Das ist richtig. Das Kind ist zum ersten Mal überhaupt, wo du mir das jetzt sagst, dass ich jetzt daran denke, dass ich morgens so positive Gefühle bekommen habe, wo ich sonst immer saumäßig schlecht gelaunt bin. Und jetzt nehme ich so, wenn der Kleine so irgendwie neben mir guckt, so diese Babygeräusche macht, ne? Dann kommt diese kleine Pfote, kommt dann so rüber geschnappt, batscht mir so auf die Backe und ich so, oh Gott, ne, aber irgendwie dieser gewaltige Ansturm des Positiven. Ne? Also ein Baby ist ja eigentlich ein unglaublich positiver, hoffnungsvoller Angelegenheit. Der kann man sich nicht entziehen. Die geht wie eine Walze über meine schlechte Laune drüber und macht mich zumindest zwischenzeitlich sogar richtig fröhlich morgens. Das ist unglaublich. Hat sich dein Leben geändert? Dadurch, ja, natürlich. Ne? Man hat natürlich auch viel mehr Verantwortung. Und muss sich auch bremsen in vielen Aktivitäten, weil man natürlich, Baby braucht Zeit, Baby braucht Aufmerksamkeit und ein sehr aufmerksames Auge, weil die wollen ja immer was anstellen, was fürchterlich sein kann. Ne? Also ein Junge? Natürlich. Rodrigo Emil da Silva Gerhard hat einen schönen, einen herrlichen Macho-Namen. Er wird auch wahrscheinlich ein kleiner Macho. Er wird von der Mutter straight dazu erzogen. Bist du Macho? Och, ich bin nicht so erzogen worden. Ich bin, glaube ich, kein wirklicher Macho. Ne? Aber Rodrigo, der hat schon so diese, wie soll ich sagen, er hat manchmal schon diese Manien. Also wenn er was nicht bekommt, was er haben will, dann weint er nicht, dann macht er direkt so. Brasilianisch. So, ich will das haben, ne? Das nicht. Und wenn er weint, dann auch so richtig. Ne? Wie hast du dann, wenn du nicht Macho bist, eine Brasilianerin rumgekriegt? Das scheint ja, Capirinha, gut, Capirinha. Ja, es ist ja nicht immer gleich und gleich, was ich gern gesellt. Ne? Oder ist es der Humor? Ja, also Brasilianer, muss man sagen, haben meistens einen sehr großen Sinn für Humor. Und die Brasilianer, die ich kenne, sind auch immer, haben sich sehr belustigt über die Filme, die ich gemacht habe. Und konnten da wirklich herzlich drüber lachen. Also zum Beispiel meine Lebensgefährtin, die kannte mich schon sehr gut von den Filmen, die hat sie sehr, sehr gerne gesehen und auch sehr oft wiederholt gesehen. Das ist aber auch bei den Filmen typisch. Diese Filme haben extrem viel Wiederholungstäter. Ich habe sogar mal jemanden getroffen, der hatte
den Film regelmäßig zusammen mit Kumpels an einem Abend so mehrfach hintereinander gesehen, zuerst voll normal, dann wieder voll normal. Die haben den Text mitgesprochen und haben sich ein paar Kisten Bier dazu gestapelt und das war dann... Das ist cool. Die kennen den besser als ich inzwischen. Du bist ja halb Brasilianer, weil ich glaube, du hast eine Wohnung in Brasilien, bist da auch sehr oft. Ah ja, ich hatte so eine kleine Hütte da. Ja, aber was zieht dich da hin? Was ist... Das ist ja noch eine ganz andere Seite der Persönlichkeit. Ich habe die kleine Bude, die ich hatte, auch wieder verscherbelt, weil ich hatte nichts als Ärger damit und Probleme. Aber ich sag mal so, ich mag das sehr gerne, weil es extrem lässig ist und sehr unverkrampft. Also wenn man total zugestresst ist und völlig, ja, alles knirscht im Gebälk, dann ist Brasilien das richtige Land. Dann sollte man da sich mal von dieser gemächlichen Lässigkeit anstecken lassen und von der Fröhlichkeit auch. Man muss auch aufpassen, also die Fröhlichkeit herrscht natürlich dann nicht mehr, wenn man irgendwie von hinten angefallen wird und einem unter Androhung von Schlimmerem das Geld weggenommen wird. Diese Dinge existieren. Ist dir schon passiert? Einmal, da war ich allerdings wirklich selbst schuld, weil ich bin dann mitten auf der Copacabana um 4 Uhr morgens am Wochenende einfach und dann auch noch angesaftelt, bin ich da rumgetorkelt und das ist dann wirklich dämlich. Ne? Ansonsten nicht, und man muss es auch nicht übertreiben, es ist nicht extrem gefährlich, aber man muss aufpassen. So würde ich es mal ausdrücken. Aber trotzdem Liebe zu dem Land. Ja, es ist gerade diese Kombination, dass man hier lebt und dann ab und zu mal dort ist, das hat schon viel Schönes, das muss man sagen. Leben möchte ich aber nicht da. Ist das nicht lässig genug hier, weil du sagst, das ist da lässig und liegt das daran, dass sich da keiner kennt oder? Ach nee, ich komme gut klar zu Hause. Ich würde auch immer am liebsten in Deutschland leben. Und natürlich für uns alle ist das schön, wenn man sich mal ein paar Wochen irgendwo in der Sonne ahlen kann, aber irgendwann wird es auch langweilig. Ja. Und dann möchte ich irgendwann noch zurück. Und weil die Zöllner zum Beispiel, die kennen fast alle Hausmeister Krause oder alle Tommy, die ja meistens so doch ziemlich streng sind, so von der Art her, ne? Mit einem Passport und so weiter, dann gucken die so einen Ausweis und dann grinsen die mich dann oft so an. Nicht jeder, aber doch, ich sag mal, sehr viele. Und dann sagen sie, willkommen zu Hause ungefähr. Das freut einen schon, ne? Ist das eher komfortabel, so eine Bekanntheit zu haben, oder ist es eher lästig? Ich finde es eher nett und freundlich. Also es kommen ja meistens die Leute zu dir, die das gerne mögen, was du tust. Ja. Die anderen ignorieren dich ja normalerweise. Und wenn du jetzt Comedy machst, da kommt ja jetzt keiner angelaufen und will sich mit dir unbedingt damit auseinandersetzen, dir unbedingt sagen, dass es scheiße ist, was du tust, wie das in der Politik passieren könnte. Nein, es kommt zu dir die gezielt eben Spaß daran haben und gezielt dich darauf ansprechen wollen. Und die sagen dir natürlich positive Dinge, die dich eher aufmuntern. Ne? Es kann mal sein, wenn ich jetzt gehe in eine Gaststätte und... Es ist meinetwegen eine Disco und die Leute haben nach 2 Uhr morgens schon wirklich einen Tee. Dann kann es ein bisschen anstrengend werden, weil dann wirst du ein bisschen überfallen. Weil ich schon mal lange fragen wollte. Lass uns Brüderschaft trinken. Ja, dann ich bin mal in eine Erlebniskneipe gegangen, das war bei Norddeutschland. Und ich wusste auch sofort, ich habe mich bekreuzigt, als ich reingegangen bin, und ich wusste, dass es schlimm wird. Und die hatten immer dieses Meterbier, also ein Meterbier auf so einem Holzding, und da stehen so und so viele Gläser drin. Ne? Und ich weiß nicht, wie viele Meter wir dann weggeputzt haben. Sie haben mich nicht mehr weggelassen. Ne? Das war der Untergang. Also Fluch und Segen. Fluch und Segen, ja, genau das. Lustig war es schon. Würdest du es nochmal machen? Ja, wenn ich weiß, dass ich körperlich ziemlich fit bin, ja. Okay, also du müsstest dich nochmal vorher stählen, um das hinzukriegen. Ja, weil das zehrt. Okay. Wie lange zehrt das? Oh Mann, immer länger, je älter man wird. Dann wünsche ich dir dafür und noch für viele weitere Erfolge die entsprechende Fitness. Thanks. Vielen Dank.